und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder eine ganz besondere Kartenform, denn ich war auf der Suche nach was Besonderem für einen runden Geburtstag und bin auf eine Kartenform gestoßen, die ich schon seit, ich glaube, 5 Jahren, die verfolgt mich irgendwie. Die wollte ich schon ganz lange nachbasteln und jetzt endlich die Gelegenheit und die wollte ich natürlich auch mit euch teilen. Also es ist keine eigene Idee, ich zeige euch gleich, um was es da dreht. Ich zeige euch jetzt erstmal die Produkte, mit denen ich heute werke und zwar hier mit dem Set Painted Lavender. Und ihr findet dieses Set auf Seite 22 bis 24 im neuen Mini-Katalog. Das ist eine ganz große Reihe, die nennt sich Lavendelblüte. Also ihr habt auch noch ganz viele Beispiele hier auf den nächsten beiden Seiten. Die besteht aus 2 Stempelsets und Stanzformen dazu. Accessoires aus Designerpapier natürlich und diesen papiernen Schmetterlingen. Ich habe es euch schon mal ausführlich gezeigt in meinem Auspackvideo. Ich kann euch das gerne hier oben nochmal verlinken. Und ich werde jetzt aber heute nur diese Schmetterlinge verwenden, das Stempelset verwenden und Papier und die Accessoires verwenden. Kombiniert mit anderen Sachen, teilweise aus dem Jahreshauptkatalog. Das zeige ich euch gleich. Aus dem Stempelset nehme ich jetzt heute nur diese Zweige hier und die Schmetterlinge. Da zeige ich euch noch was dazu. Dann habe ich hier verschiedene Stanzformen kombiniert. Also die Stanzformen jetzt zu diesem Stempelset brauchen wir jetzt heute nicht, also zumindest so, wie es ich mache. Ihr könnt es natürlich abwandeln. Ich habe jetzt eine große Karte gemacht für einen runden Geburtstag, wie gesagt, in die ein Geldgeschenk reinpasst. Und da habe ich hier die Stanzformen Mini Versandtasche. Die findet ihr im Exklusiv-Online-Angebot. Da habe ich nur diese Tasche rausgenommen. Ihr könnt da natürlich aber auch einen kleinen Briefumschlag nehmen. Dann habe ich hier das angesagte Alphabet aus dem Jahreshauptkatalog für die Geburtstagszahl genutzt. Und dann braucht ihr noch Kreise zu dieser Karte. Und ich habe jetzt hier die Stanzformen Basics mit Pep. Und da habe ich die 2 kleinsten und die 2 größten Kreise genutzt. Da sage ich euch nachher den Durchmesser auch gleich, nur dass ihr da einfach einen Vergleich habt. Und ich habe natürlich dieses wunderschöne Designerpapier hier verwendet. Lavendelblüte heißt es, genauso wie die ganze Produktreihenkollektion. Und die ist eben in diesen lila-grün Tönen mit diesen, ja, ich sag Savanne immer dazu. Es ist nicht als ausgewiesene Farbe jetzt am Designerpapier, aber wenn man die Savanne daneben hält, kommt das Savanne am allernächsten. Und ich finde das wunderschön, dieses Designerpapier. Ich zeige euch die Rückseiten, die sind ein bisschen neutraler, ein bisschen kleinblütiger. Teilweise, nicht immer natürlich, aber ganz, ganz tolles Designerpapier. Und ich nutze heute diese Seite, weil ich was möchte mit kleinen Blüten. Und ich zeige euch jetzt mal die Kartenform. Und das ist so eine sogenannte Pull-Up-Akkordeon-Card oder auch Easy-Pull-Up-Card wird sie genannt. Und also sie ist großformatig, ihr seht's. Hoppala, da geht gleich ein Perlchen hier ab. Ich habe jetzt hier für mein Beispielprojekt habe ich genutzt aus der Celebration. Auf Seite 8 findet ihr das Designerpapier Rosenzart und da ist dieses Aquamarinfarbene mit den weißen Blüten mit dabei. Das habe ich jetzt hier für meine Karte genutzt. Ihr seht hier schon einen Schmetterling, den ich hier koloriert habe. Und es ist eine große Karte und die macht wirklich was her und ich hoffe, ich kann euch das jetzt auch so zeigen. Also sie lässt sich hier hochnehmen und ich zeige es jetzt euch mal von der Seite, wie sie aussieht. Nämlich so. Also die lässt sich richtig hier wie ein Akkordeon auffalten. Und sie ist hier eben mit Designerpapier verziert. Und hier immer in der Mitte habe ich einen Spruch hier verwendet. Ich zeige euch gleich die Stempelsets, aus denen ich die habe. Auch diese Stempel hier mit diesen kleinen Blüten. Hoppala, hier kommt schon was raus, ihr seht schon. Es ist nämlich eine Karte zu einem 50. Geburtstag und ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Ich habe hier einen Kreis reingehängt mit einer 50 drauf und es ist auch hier
Also das ist die Vorderseite dann mit dem Schmetterling. Hier innen, ich zeige es euch mal so, eben diese Mini-Versandtasche, die habe ich verschlossen hier mit einem Magnet. Und da kann man, hier steht schon drauf, wünscht dir was, ihr seht es hier, kann man eben noch ein Geldgeschenk unterbringen. Und Glückwünsche für diese Kartenform dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da ist Platz hinten drauf, also auf der Unterseite. Das habe ich jetzt noch so gelassen. Ich habe mir jetzt hier einfach doppelseitiges Klebeband, aber das Klebeband drauf gemacht. Und nach dem Beschriften klebe ich das dann erst hier unten auf diese Unterseite sozusagen drauf. Weil dann kann man hier viel besser schreiben. Hier ist ein bisschen wackelig ansonsten. Und ich zeige euch auch noch eine Verpackung zu dieser Kartenform, wie ihr das Ganze dann eben auch überreichen könnt. Und man könnte das Ganze jetzt natürlich schon hier, ich sag mal, einmal aufhängen. Der Beschenkte, wenn er oder sie das möchte. Aber ich habe mir gedacht, das ist ganz witzig, wenn da einfach was drin hängt. Man könnte jetzt natürlich auch einen Stern reinhängen für einen 18. Geburtstag. Das wäre auch noch eine tolle Idee, das so in schwarz und knalligen Tönen zu halten. Und wie gesagt, heute gehe ich in die lila Schiene sozusagen. Und ich zeige euch noch, wo ich die Sprüche raus habe, die ihr hier eben an der Seite zu sehen sind. Ich habe hier einmal kombiniert die charmanten Gänseblümchen aus dem Jahreshauptkatalog. Und diese kleinen Blüten, die passen hier wunderbar zu diesem Designerpapier. Und die habe ich hier für meine Kärtchen hier einmal in Aquamarin abgestempelt und dann einmal noch, also den zweiten Stempelabdruck benutzt, das heißt das erste Mal abgestempelt und den zweiten Stempelabdruck einfach noch daneben gesetzt, damit es so einen Schatten gibt. Und ich finde, hier vielleicht an dem Beschriftungsfeld sieht man es auch noch ganz gut, ich finde, das passt total gut zu diesem Designerpapier. Also kann man super kombinieren. Hier habe ich auch Geburtstagsblumen für dich, diesen Spruch raus. Dann, das ist ein altes Gastgeberinnen-Set aus der Celebration von vor ein paar Jahren. An deinem Tag blüht jede Blume ganz allein für dich. Den Spruch habe ich hier raus. Da könnt ihr einfach mal gucken, was ihr zu Hause habt, auch an passenden Sprüchen. Dann hier aus Florale Freundschaft. Findet ihr auch im Online-Exklusivangebot. Habe ich hier alles Gute zu deinem Tag. Dann aus den Gedanken und Grüßen. Das ist auch ein älteres Stempelset. Ein Gruß an dich zu deinem großen Tag. Und aus dem neuen Mini-Katalog habe ich eben diese das Stempelset Schöne Überraschung. Das habe ich im letzten Video ja auch schon verwendet, ein ganz neues Stempelset. Und da habe ich dieses Wünsch dir was für dieses Geldgeschenktäschchen sozusagen, für diese Mini-Versandtasche habe ich hier raus. So, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich zeige euch jetzt zuerst die Karte. Die ist ganz einfach zu werkeln. Es ist relativ viel zum Zuschneiden, eben für diese kleinen Kärtchen. Aber das ist immer dasselbe Maß. Ich gebe euch auch alle Maße unten in die Videobeschreibung mit dazu rein. Das ist gar nicht schlimm, werdet ihr sehen. Und im Anschluss zeige ich euch gleich noch dann eine Box dazu. Eine Geschenkbox, eben in die ihr die Karte eben reingeben könnt zum Übergeben. So, ich habe jetzt hier Farbkarton in Amethyst. Und zwar habe ich mir hier, das ist das Grundgerüst von der Karte, also die Kartenbasis, der Boden unten, einmal in Amethyst, 16,3 x 16,3. Dann habe ich mir hier eine Mattung aus grundweißem Farbkarton schon aufgeklebt. Die hat jetzt 15,7 x 15,7. Also wie gesagt, die habe ich mir schon aufgeklebt, einfach damit es im Video jetzt ein bisschen schneller geht. Das lege ich mir jetzt auf die Seite, das brauche ich erst später. Und dann habe ich mir noch Designerpapier zugeschnitten. Also euch reicht für die ganze Karte ein Bogen Designerpapier. Da könnt ihr sogar noch die Deko von der Verpackung dann draus machen. Und ich habe es mir so gemacht, ich habe mir erst den halbiert bei 6 Inch, also 15,2 cm. Und das ist auch meine Mattung, die jetzt dann nachher hier auf meine Grundkarte draufkommt. Da müssen wir allerdings diese Akkordeonteile, also diese Ziehteile, eben noch ankleben. Deswegen die bitte noch nicht gleich aufkleben. Und das, wie gesagt, hat jetzt ein Maß von 15,2 x 15,2. Aus dem Rest von dem Designerpapier habe ich mir meine ganzen Kärtchen geschnitten. Und wie gesagt, dann bleibt noch genügend übrig für die Verpackung dann. Genau, dann braucht ihr einen Bogen Farbkarton,
Und zwar habe ich jetzt den gleichen gewählt wie die Grundkarte. Das werden jetzt diese Ziehharmonika oder diese Akkordeonteile, diese Streifen. Und dann nehme ich den ganzen Bogen Designerpapier. Ich habe mir verschiedene Anleitungen angeschaut. Es gibt ganz viele amerikanische Anleitungen da dazu, die natürlich in Inch basteln. Es gibt auch deutsche Anleitungen dazu. Ich habe jetzt versucht, möglichst gerade Maße zu nehmen. Und ich habe auch versucht, und es ist mir auch gelungen, dass ich mit A4-Bögen auskomme, weil nicht jeder hat die großen Bögen zu Hause. Und da nehme ich jetzt den ganzen A4-Bogen. Und zwar nehme ich jetzt die lange Seite. Ich klappe mir hier bloß mein Lineal gerade aus. So, ich nehme die lange Seite und dann falze ich gleich mal. Und zwar alle 5 cm. Also bei 5. Bei 10. Bei 15, bei 20 und bei 25 cm. Das letzte Feld ist jetzt hier natürlich nicht mehr 5 cm, aber das wird eh nur unsere Klebelasche im Endeffekt. Und die markiere ich mir hier auch gleich. Das heißt, ich mache mir da einfach so ein, also für mich eine Markierung. Ich habe jetzt da lauter Kreuzeln drauf gemacht, damit ich weiß und nachher nicht durcheinander komme, wenn ich meine Felder hier alle aufklebe. Das mache ich nämlich, bevor ich die ganze Karte zusammensetze. Das ist meine Klebelasche, weil das geht ja hier ganz knapp raus. Also das sind dann noch summa summarum 4,7, oder? Ja, 4,7 cm. Und das ist ja ganz knapp unterschiedlich zu dem. Also, dass ich einfach nicht durcheinander komme, mache ich mir das einfach so. Und wie gesagt, das ist nur die Klebelasche, die muss keine 5 cm haben. Und dann schneide ich mir jetzt hier auf der kurzen Seite alle 5 cm einen Streifen ab. Und ich brauche für die ganze Karte ja 4 Streifen. Das heißt, von diesem ganzen DIN A4 Bogen bleibt mir jetzt noch 1 cm Reststreifen übrig. Das ist alles. Und der kann jetzt weg. Ich lege euch jetzt die Streifen quer ins Bild, damit ich das möglichst gut zeigen kann. Ich knicke mir die jetzt noch nicht nach. Was ich jetzt zuerst mache, ist, dass ich meine ganzen Felder hier einmal aufklebe. Natürlich kommen die so rüber. Also wenn ihr jetzt einen Musterverlauf habt von eurem Designerpapier, dann bitte aufpassen beim Schneiden. Und ihr braucht jetzt 20 Kärtchen. Wenn ihr das so macht wie ich, 20 Kärtchen mit 4,5 x 4,5. Und ich habe mir das eben hier jetzt schon vorbereitet. Designerpapier, und zwar 16 mal 4 x 4 cm. Und wie gesagt, da kommt er locker mit einem Bogen aus. So, und ich habe mir das jetzt so verteilt, dass ich immer zweimal Designerpapier mache, oben und unten. Das ist ja meine Klebelasche. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich den Lavendel hier richtig rumlege. So, und in der Mitte, das habe ich schon vorgestempelt hier, habe ich meine, ich hole sie mal alle her, meine Grüße, meine Geburtstagswünsche, die ich euch vorhin gezeigt habe, habe ich schon aufgestempelt. Einfach damit es jetzt im Video ein bisschen schneller geht. Ihr könnt jetzt natürlich da auch sagen, ich mache da jetzt noch eine Mattung drunter. Ich fand das jetzt ganz witzig eigentlich, wenn das mit dem Spruch dieses Kärtchen keine Mattung hat, dann kommt das einfach nur ein bisschen anders vor. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ihr könnt dann natürlich, ihr müsst da jetzt nicht eine weiße Mattung nehmen, schaut einfach, was zu eurem Papier passt. Und dann könnt ihr ja das ja auch noch matten oder wie auch immer. Also, wie gesagt, da sind der Fantasie mal wieder keine Grenzen gesetzt. Und ich habe mir den Stempel mit den kleinen Schmetterlingen zweifarbig aufgestempelt. Das zeige ich euch nachher auch noch, wie ich das gemacht habe. Diesen Zweig, das zeige ich euch auch noch, den habe ich auch den ersten und zweiten Stempelabdruck verwendet. Ich klebe jetzt erstmal meine ganzen Kärtchen hier auf. Ich verteile mir das jetzt hier einfach so ein bisschen und schau mal, wie ich das haben möchte. Und auch mal meine ganzen Designerpapierkärtchen, wie gesagt, die habe ich mir alle hergelegt. Und die werde ich mir jetzt alle aufkleben.
Also die habe ich mir alle schon auf meine Mattung vorbereitet, einfach damit es jetzt im Video ein bisschen schneller geht, weil es sprengt hier schon den zeitlichen Rahmen. Irgendwann habt ihr keine Lust mehr zum Zuschauen. So, die lege ich mir jetzt hier her. Unten habe ich mein Kreuzlayer gemacht. Ich hoffe, das spiegelt hier nicht so in der Kamera. Das ist meine Klebelasche, da kommt nichts drauf. So, und das klebe ich jetzt einfach fest mit Mehrzweckflüssigkleber und bin gleich wieder da. Und das Aufkleben, das geht jetzt wirklich hier so am besten, wenn ihr es noch nicht gefaltet habt. Weil dann könnt ihr das jetzt einfach plan hinlegen. Ringsum ist immer der gleiche Abstand bis zu eurer Falzlinie und dann könnt ihr das gut hier anlegen. Ihr werdet gleich nachher merken, wenn das mal gefaltet ist, weil das wird ja in diesem Zickzack gefaltet, dann ist das, dann lässt sich das nimmer gerade hinlegen, ohne dass es widerspenstig aufploppt. Und deswegen so. So, einmal habe ich mich verstempelt hier. Aber Papier ist geduldig und hat zwei Seiten und man sieht es danach nicht mehr. Das geht mir oft auch so. Und wenn ihr einen Musterverlauf habt, der geht eben hier von oben nach unten und die Klebelasche ist unten sozusagen. So. Das letzte hier noch und ich mache jetzt gerade noch den letzten Streifen. So, dann sind meine vier Streifen fertig und dann geht es ans Falten. Ich zeige es euch jetzt einmal an einem. Das ist die Klebelasche. Die wird nachher unten reingeklebt. Und zwar unter das Designerpapier. Das heißt, die falte ich jetzt einmal um. Und danach gehe ich einfach im Zickzack hoch. Und ich falte mir da jetzt einfach jede einzelne Falz hier mit dem Papierfalter nach. Und dann habt ihr ebenso eine Ziehharmonika, also mit 1, 2, 3 Bergen in dem Sinne und die Klebelasche mit dem Kreuz, die ist hier unten. Und das mache ich jetzt mit meinen anderen auch. Also die Klebelasche geht nach hinten und danach einfach im Zickzack weiter. So, und ihr seht schon, jetzt liegen die einfach in diesem Zickzack. Im planen Zustand lassen sich einfach die Kärtchen viel besser aufkleben. Und was ich mir jetzt mache noch, bevor ich jetzt meine Ziehharmonikas anklebe, ich markiere mir hier jetzt gerade noch die Mitte. So, ich brauche bloß ein Lineal noch hier. Und zwar, die sind ja 5 cm breit, das heißt, bei 2,5 mache ich hier eine Markierung. Und zwar da auf der Seite, wo ich mein Kreuz hier gemacht habe. Meine Markierung, dass das eine Klebelasche ist. Und beim letzten auch noch. Und ich habe mir schon Markierungen gemacht, hier auf der Rückseite von dem Designerpapier. Ich habe es jetzt wirklich ganz übertrieben mit Bleistift hier gemacht. Auf der Rückseite markiert ihr euch die Mitte, oben und unten und verbindet es. Und hier rechts und links auch. Also das ist ja 15,2 cm groß. Also bei 7,6 macht ihr euch eure Markierungen. Und die verbindet ihr. Und jetzt können wir nämlich, so, ich lege das mal auf die Seite, die Kärtchen hier hinten mit der Markierung auf unsere Linie setzen sozusagen. Und dann passiert Folgendes. Dann sind die ganz regelmäßig hier verteilt sozusagen. So, also das heißt, ich gebe mir jetzt hier innen drauf Mehrzweckflüssigkleber. Nicht ganz bis zur Falzlinie, nicht, dass man die rausdrückt, also da lasse ich einfach ein bisschen Platz und dann suche ich mir einfach eine Markierung, das ist ja egal welche, setze mir das so an, dass meine Markierung über der Markierung ist und klappe mir das auch so rüber. Das heißt, damit das hier genügend Platz hat, sich hier umzufalten, hier, und dann drücke ich es mir fest. Da könnt ihr mit dem Papierfalter entweder hier vorne drauf gehen oder natürlich auch hier hinten. Na, jetzt ist man im Eifer des Erklärens auch noch verrutscht. So, aber es lässt sich noch korrigieren. So, jawohl. Dann nehme ich meine nächste. Ihr könnt, wenn ihr wollt, da auch eine kleine Wäscheklammer reinmachen.
Ich habe jetzt da so ganz kleine. Dann ploppen euch nämlich diese Dinger nicht immer auf jetzt. Und ihr könnt hier ganz in Ruhe kleben. So, ich gebe mir wieder hier hinten, also auf der Innenseite, Kleber drauf. Schau hier wieder nach meinen Markierungen. Klapp mir das hier um. Und ihr seht hier, also es geht nicht bis ganz zur Falz. Also ihr müsst da noch ein bisschen Luft lassen, dass das auch sich richtig schön anlegen kann. So, und wenn es passt, dann drücke ich es erst mit dem Papierfalter noch fest. Und dann mache ich mir auch noch meine Klammer hier rein. Und so geht er jetzt einfach ringsum. Und dann ist die Hälfte der Kante schon fertig. Also es ist wirklich nicht schwierig. Es ist nur einfach ein bisschen, ja, Schnippelarbeit mit den ganzen Quadraten, aber das ist halb so wild. Ich habe auch diese weißen Mattungen einfach aus Resten geschnitten im Endeffekt. Da habe ich gar keinen neuen Bogen angeschnitten. So, und die letzte. Drücke mir das einfach ein bisschen fest und dann gehe ich mir hier mit dem Papierfalter noch drüber. Achtung, aufpassen, dass ihr euch da keinen Knick jetzt reinmacht, gell? So, und dann seht ihr, dann sind die ganz regelmäßig hier drauf. Sie haben hier noch ein bisschen Luft hier in der Mitte, also sie stoßen nicht zusammen. Und so können wir die jetzt eben hier, hoppala, da gibt die erste Klammer schon ihren Geist auf. Kann man das jetzt auf die Kartenbasis setzen im Endeffekt. Das kommt jetzt hier drauf. Einfach auch ringsum mit dem gleichen Abstand. Ich mache mir jetzt den Kleber. Einfach, ich finde das für mich jetzt besser oder händisch einfach besser. Ich mache mir den Kleber jetzt nicht hier drauf, sondern hier. Und dann brauche ich mir das Ganze nämlich nur noch aufsetzen. Also Achtung, lasst hier bloß ein bisschen Rand, weil... Designerpapier ist ja ein bisschen kleiner. Und das setze ich mir jetzt einfach mit meinen Klammern drauf. Und wenn ich mir sicher bin, ich hoffe, ich kann das jetzt so gut sehen, dass ich ringsum den gleichen Abstand habe, dann ziehe ich mir meine Klammern erst raus. Genau, so müsste es passen. Dann ziehe ich mir meine Klammern raus und dann müsste hier ringsum der gleiche Abstand sein. Und ihr seht schon, die ploppen nämlich immer wieder auf. Also da könnt ihr jetzt natürlich was zum Beschweren drauflegen. Aber so ist es jetzt natürlich einfacher. So, und dann kann ich mir das jetzt hier alles auf die Seite wegklappen und kann mir das hier einmal noch gut andrücken. So. Genau. So, hier fällt jetzt noch unser Mechanismus zum Hochnehmen natürlich. Ich zeige euch aber vorher noch für die Rückseite, für euer Beschriftungsfeld. Da habe ich mir grundweißen Farbkarton zugeschnitten. Und zwar 15,2 x 15,2. Der hat jetzt einfach ein bisschen mehr. Vielleicht zeige ich es euch noch. Mehr Rand außenrum, aber ich fand das jetzt hier für die Rückseite ganz hübsch. Genau. Ich lege mir meine Stempel- und Perforiermatte drunter und noch einfach ein Schmierpapier, weil hier möchte ich jetzt noch stempeln. Und zwar fange ich an mit den lila Schmetterlingen, die ich ja auch schon für meine Kärtchen hier habe und die ja zweifarbig gestempelt sind. Und da wollte ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe, nämlich mit der Baby Wipe Technik. Und zwar nehme ich mir dann nur so ein Babyfeuchttuch eben und einen Acrylblock. Ich falte mir das jetzt einfach ein paar Mal so, lege mir das glatt hier drauf und dann habe ich jetzt verwendet Nachfütternde in Heideblüte und in Amethyst. Und da braucht ihr nicht viel, also das schaut immer auf dem Babytuch viel, viel mehr auf, als es eigentlich ist. Also das sind vielleicht 3 Tropfen. Ich mache mir da jetzt einfach so ein, ja, ein Streifen sozusagen eigentlich nur, einmal mit Heideblüte und dann mit Amethyst. Also das verläuft so, das seht ihr ja, links und rechts einfach noch einen Streifen davon, der einfach dunkler ist. Ich warte jetzt, bis das einfach so ein bisschen verlaufen ist. Und dann nehme ich mir meinen Schmetterlingsstempel
Der ist hier schon ein bisschen verschmiert. Ich habe schon paar gestempelt eben aus den. Ich musste den Namen vom Stempelset noch lernen. Painted Lavender. Das sind zwei ganz süße Schmetterlinge. Und die gebe ich jetzt hier rein. Und ihr seht schon, die sind unregelmäßig lila jetzt einfach. Und ich stempel jetzt einfach mal ab. Und es gibt ganz so einen tollen aquarelligen Look. Und die lasse ich jetzt einfach so ein bisschen hier drüber schweben sozusagen. Vielleicht hier oben auch nochmal. Genau, ich glaube, das reicht schon. Also es ist eine Karte, da können natürlich Grüße hier und viele Unterschriften noch dazu. Und wie gesagt, das könnt ihr immer wieder verwenden, auch für die kleinen Kärtchen. Also da habe ich jetzt einfach alles auf einmal gestempelt. Ich habe jetzt nur neue Farbe nochmal aufgebracht, um euch das zu zeigen. Also das ist wirklich ergiebig. Und ihr könnt dann natürlich ein paar Tags noch stempeln und so weiter und so fort. Ich habe mir nachher seht ihr auch noch meine Kreise bestempelt und das Täschchen und so weiter. Also da macht ihr am besten dann einfach alles damit. Und das könnt ihr auch ruhig ein bisschen stehen lassen. So ganz schnell trocknet es nicht ein. Die Schriften auf den Kärtchen habe ich übrigens immer in Tinte in Amethyst gestempelt. Und ich nehme jetzt noch Lagunenblau eben dazu. Und diesen Zweig aus dem Painted Lavender. Und da gehe ich einmal her und mache erst einen Stempelabdruck hier und verwende den zweiten Abdruck. Dann sehe ich einfach ein bisschen, wo der gerade ist und wie es aussieht. Ich möchte, dass das so ein bisschen hochflattert. Und dann nehme ich den ersten Stempelabdruck und gehe hier einfach nochmal drüber, dass es einfach ja, so ein paar Schattierungen sozusagen noch gibt. Und hier oben mache ich es genauso. Das lasse ich jetzt einfach so ein bisschen reintragen. Einmal den zweiten Stempelabdruck und dann noch den ersten. Ich glaube, hier lasse ich auch noch was reingehen. Und die lasse ich einfach so überlappen. Jetzt sieht man, wie schön das eigentlich ausschaut. Ganz schön frühlingshaft. Und wie gesagt, das kann ich ganz in Ruhe beschriften, kann die anderen noch unterschreiben lassen und dann mache ich mir einfach doppelseitiges Klebeband drauf. Ich habe es mir extra hier beschriftet, damit ich die Größe auch nicht verwechsel. Genau. Und dann könnt ihr das einfach nachträglich noch hinten auf die Rückseite draufkleben. So, mein Mini-Versandtäschchen, das kann ich jetzt auch gleich einkleben. Dann brauche ich nachher dann nicht mehr durchzirkeln. Jetzt kann ich noch die Ziehharmonika-Teilchen hier einfach schön auf die Seite kleben. Ich habe mir das hier schon vorbereitet. Ich habe diese Mini-Versandtasche ausgestanzt mit Farbkarton in Amethyst eben auch, wie die Grundkarte. Dann habe ich mir das Ganze hier genauso bestempelt mit den Schmetterlingen und mit den Zweigen hier. Und ich wollte euch noch zeigen, wie ich es zuklebe. Das sind nämlich ganz schmale Klebelaschen, dass mir das Wort noch einfällt heute. Es ist heute schon wieder spät. Das sind ganz schmale Klebelaschen und also ich bin da talentiert dabei, dass mir immer die Mehrzweckflüssigkleber hier rausdrückt. Und deswegen lege ich mir meine Silikonmatte drunter, nehme mir Abreißklebeband. Das ist ein bisschen breiter als die Klebelaschen, aber dadurch klebt mir das nicht an meiner Unterlage fest. Mache mir hier auf diese zwei Klebelaschen einfach Abreißklebeband drauf. Ziehe mir hier die Trägerfolie ab. Und ich habe hier übrigens einen Magneten noch drunter gebracht, einmal hier unter das Weiße und hier innen. Dann kann man das nämlich schön auf und zu machen, ohne dass man da groß in die Karte dann reinlangen muss sozusagen. Und ich schlage mir jetzt einfach das Überstehende auch hier, das ist ja ein bisschen breiter als diese Klebelasche, schlage ich mir jetzt einfach um. Und so könnte das super verschließen, ohne dass er irgendwas verkleckst, ohne dass es innen klebrig ist. Und das lege ich mir jetzt einfach so her, fange mit der unteren Klebelasche hier an. Schau, dass das hier schön bündig übereinander ist und dann klebe ich mir oder schlage ich mir diese große noch rein und schau, dass das auch hier einfach schön zugeht. Und mit der Silikonmatte klebt euch eben nichts an der Unterlage an und ich gehe mir da auch mit dem Papierfalter noch richtig schön drüber, damit das auch stabil hier ist. Genau. Und dann ist hier das Kärtchen schon fertig. Ihr könnt jetzt natürlich, ich habe mir jetzt hier mit der Stanze kleine Blume, so eine kleine Blüte in Heideblüte noch hier einmal
gestanzt. Das könnten wir jetzt natürlich hier noch draufkleben. Das mache ich auch noch. Ja. Mit einem Tropfen mehr Zweckflüssigkleber. Hier stelle ich die Blüte jetzt nicht auf, wie ich es gern mache. Und ich schaue, dass hier die Blütenblätter nicht über die Falz hier rausragen, weil wenn man das aufmacht und das dann drinne klebt, hoppala, dann soll es vielleicht erst gescheit andrücken. Nicht, dass das hier bremst und das Blütenblatt dann hier kaputt geht. Wisst ihr, was ich meine? So, und da kommt jetzt natürlich noch ein kleiner Schmuckstein drauf. Ich habe jetzt hier die sanft schimmernden Schmucksteine in Purpurtönen, wie sie heißen, die eben auch zu dieser Reihe gehören. Und da mache ich mir, glaube ich, einen von diesen dunklen großen drauf. Ja, die schimmern so richtig. Ganz edel. Und das kann ich jetzt hier, also ich kann mir das jetzt alles hier noch einmal auseinanderklappen und kann mir das jetzt hier draufkleben. Und ich klebe es jetzt so, dass mein Designerpapier auch vom Design her hier in der richtigen Richtung ist. Alles Gute zu deinem Tag steht es dann vorne auf der Karte, das passt doch. Und das klebe ich mir jetzt einfach auch mit Mehrzweckflüssigkleber direkt hier in die Mitte. Und das mache ich einfach schräg. Also nicht so gerade, sondern einfach schräg und drücken wir das Ganze auch noch fest. So, und dann kann man das jetzt aufmachen, kann da sein Geld reingeben oder auch dann entnehmen und kann es wieder zumachen. Und dass da jetzt was drunter klebt, das stört überhaupt nicht. So, für unsere, wie nennt man das, Mechanismus? Also um das Ganze hier hochzunehmen und auch zusammenzufügen, brauche ich jetzt zwei Streifen Farbkarton noch. Ich habe jetzt hier Amethyst. Ich bin eben in der gleichen Farbe geblieben wie hier meine Akkordeonteile. Dann fällt es, finde ich, am wenigsten auf. Die haben jetzt beide 2 cm mal 10 cm. Und die klebe ich mir jetzt übereinander. Da kann ich mir jetzt hier die karierte Unterlage hier ganz gut zu Hilfe nehmen. Und zwar hier einfach gerade im rechten Winkel. Mit ein bisschen mehr Zweckflüssigkleber in die Mitte. Also schaut, dass die möglichst gerade sind. Dann könnt ihr das nämlich gut regelmäßig auch ankleben. Und ich mache mir da jetzt gerade noch ein Loch in die Mitte, ein kleines. Denn ich möchte mir da noch eine 50 reinhängen. Das soll eine Karte zu einem 50. Geburtstag werden. Und da habe ich mir eben von den Basics mit Pep den zweitgrößten Kreis ausgesucht, den habe ich in Heideblüte ausgestanzt. Der hat ja dieses schöne Stickmuster, den Rand drumherum und der hat 6,5 cm im Durchmesser. Den habe ich auch mit den Schmetterlingen bestempelt und habe mir in dieser selbstklebenden, mit diesem selbstklebenden Glitzerpapier in Silber und Gold, was es im Exklusiv-Online-Angebot gibt, da habe ich mir diese 50 ausgestanzt aus dem angesagten Alphabet eben. Das sind ja ganz, ganz umfangreiche Stanzformen. Da habt ihr hier also Buchstaben, die wichtigsten, die sind auch doppelt, wie die A's und E's und N's und so weiter. R, S ist auch hier doppelt, die T's und so weiter. Und die Zahlen sind eben mit dabei und da habe ich eben die 50 ausgestanzt. Und zwar zweimal. Und zwar habe ich nämlich immer Vorder- und Rückseite gemacht und habe mir auch zwei Kreise zusammengeklebt, damit eben der schöne Steckrand eben auch immer außen ist. Weil das Ganze, das dreht sich ja auch so ein bisschen innen drin, damit man es eben von beiden Seiten sehen kann. Ich habe mir hier auch ein kleines Loch durchgemacht, habe mir hier oben einfach geknotet. Und ich werde das Ganze jetzt hier einmal durchfädeln. Und von der Länge her, denke ich, reichen, ich habe jetzt beim anderen noch gemessen, also die Strecke jetzt von dem Knoten hier bis zum Knoten hier, so 6 bis 10 cm ungefähr. Ich habe jetzt hier den Leinenfaden genommen. Bei meiner Beispielkarte habe ich von den Kordeln im Set den weißen hier gehabt. Ich mache mir jetzt hier einen Knoten. Der geht jetzt natürlich hier ein bisschen durch mein Loch durch. Aber ich kürze mir das Ganze jetzt und werde mir das jetzt auch noch mit Abreißklebeband fixieren, damit mir das hier eben nicht
durchrutschen kann. Und dafür nehme ich jetzt einfach diesen Leinenfaden, spreiz den hier auf sozusagen, so dass der Knoten durchrutscht durch mein Loch. Das ist ja ein bisschen größer und dann klebe ich das einfach hier fest. Mit zwei so kleinen Streifen, dann kann das nämlich überhaupt nimmer davonrutschen. Und von der Unterseite hier, wenn man da irgendwie von unten reinguckt, dann schaut es nämlich sauber aus. So, dann kann das nimmer weg. Ich kann das auch hier noch andrücken. Und dann ziehe ich mir die Folie, die ziehe ich mir erst ab, wenn ich es eingeklebt habe. Machen wir so. Ich glaube, das ist einfacher. So, und ich lege mir jetzt das Ganze hier einmal rein. Und zwar wird das jetzt angeklebt immer nur hier. Also auf der Unterseite vom ersten Kärtchen im Endeffekt. Und das lege ich mir jetzt so ein, dass ich das hier gleich so reinklemme sozusagen. Auf allen vier Seiten. Meine 50, die kann ich jetzt da so außen rausbaumeln lassen. Die stört jetzt da überhaupt gar nicht. Ihr dürft jetzt euch natürlich nicht verwirren lassen von dem Umschlag da unten. Den müsst ihr jetzt gedanklich ein bisschen ausblenden. Und ich schaue jetzt, dass das gekreuzte Farbkarton-Teilchen hier ganz mittig liegt. Und ich glaube, so tut es das auch. Und dann kann ich mir hier die erste Klappe hier einmal auf machen. Mach mir hier ein bisschen mehr Zweckflüssigkleber drauf. Ich schaue nochmal, ob das ungefähr hier wirklich mittig ist. Und dann klappe ich das einfach zu. Und kann mir da mit dem Papierfalter auch nochmal reingehen. Und so gehe ich jetzt ringsum. Macht nicht zu viel drauf, nicht, dass es euch hier beim zweiten Zickzack sozusagen anklebt, dass es euch nicht rausläuft. Also es soll wirklich nur am obersten Kärtchen hier einmal kleben. Und das braucht ihr wirklich nur einmal zudrücken und festdrücken. Und das letzte hier nochmal. Da drückt ihr am besten immer die anderen ein bisschen runter, aber das geht ganz gut. Ihr könnt da jetzt vielleicht auch nochmal, wenn ihr größere Wäscheklammern habt, sogar die Wäscheklammern hier zur Hilfe nehmen. Dann geht es noch besser. Dann habt ihr freie Finger, freie Hände. So, genau. Und dann ist jetzt hier das erste Teil schon fertig. Jetzt braucht man natürlich hier noch was zum Anhalten. Ich zeige es euch mal von der Seite. Das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ja, super. Und das macht sich ganz gut unten drin, wenn hier das Abgesetzte mit dem Weiß auf dem Umschlag hier ist. Und auch nochmal die 50 einfach in einer anderen Farbe als dieses Amethyst, das dunkle Innen hier an meinem Akkordeonteil. So, hier oben drauf, da brauchen wir jetzt auch noch Kreise. Ihr könnt natürlich auch Quadrate machen. Ich habe mir jetzt hier zwei weiße Kreise ausgestanzt. Also zwei. Dass wir das einfach auch noch mal verkleben können. Das ist jetzt der zweitkleinste von den Basics mit Pep. Also dieser hier, der hat 3,2 cm Durchmesser und aus Designerpapier, das habe ich mir hier schon einmal auf einen draufgeklebt und auch ein Loch durchgemacht. Das ist der kleinste, der hat 2 cm im Durchmesser, wenn er das braucht. Im Endeffekt ist es nicht so wichtig, wie groß die sind. Die sollen das hier halt einfach abdecken. Genau. Hoppala. Und da brauchen wir jetzt natürlich ein Stück Band. Ich habe mir jetzt hier eins einfach nach der Farbe ausgesucht. Das ist jetzt ein altes Band, Geschenkband Schöne Kunst. Das ist so ein naturfarbenes mit einem Gold drin. Stört mich jetzt nicht zu dem Silber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann nehmt ihr jetzt einfach ein Stück, dann macht ihr so eine Schlaufe und zieht das hier einmal durch. Und das wird jetzt im Endeffekt genauso verklebt wie der Knoten. Ich mache mir das jetzt allerdings, glaube ich, noch ein gutes Stück kürzer. Also mir reicht es so. Da schaut ihr einfach nach Augenmaß, wie es euch gefällt. So,
Genau. Und da mache ich mir jetzt einfach hier auch links und rechts, wo ich es einfach festmachen mag, mache ich mir jetzt auch, wenn ich den Anfang finde, ein bisschen Abreißklebeband drauf und kann mir das eben so auffixieren. Ohne da groß einen Knoten zu machen, weil bei so einem dicken Band ist es natürlich, ja, der trägt ja wahnsinnig auf. So, und dann kann ich mir den hier einmal umknicken. Den ziehe ich noch ein bisschen zurück und kann mir den auch einmal umknicken. Und dann ist der so fixiert. Und dann mache ich jetzt einfach einen von unten nochmal drauf, damit das einfach schön plan ist. Ihr könnt jetzt Mehrzweck Flüssigkleber ja nehmen. Ich mache jetzt einfach nochmal ringsum die Enden, die schlage ich dann um, einfach auch nochmal Abreißklebeband drauf. Das ist mir jetzt in dem Fall lieber. Und da könnt ihr jetzt gut das Band hier nochmal zurückziehen, damit es eben hier nicht aufträgt in der Mitte. Das geht echt gut. So, ich mache das jetzt so. So, Trägerfolien abfriemeln. Ist manchmal nicht so leicht. So, das Überstehende schlage ich wieder um. Und dann setze ich eben einfach den anderen Kreis passgenau hier drauf. Dann ist es einfach nochmal gesichert, das Band, weil man zieht ja doch dran. Vielleicht hängt es manchmal sogar auf. Ihr könnt da auch noch mit dem Papierfalter einmal drumherum und dann können wir uns das hier einmal draufkleben. Und dann nehme ich auch die Trägerfolie ab und ich mache mir jetzt aber hier zur Sicherung einfach auch nochmal Mehrzweck Flüssigkleber drauf. Und mache mir auch hier noch ein paar Punkte drauf, damit einfach der ganze Kreis auch anklebt. Wisst ihr, was ich meine? Nicht nur in der Mitte. So, schaue ich, dass der mittig drauf ist und drücke mir den hier gut an. Ja, fast mittig. Ja, ich glaube, so geht's. Genau, und fertig ist vom Grundgerüst eure Karte. Ich zeige euch jetzt noch einen Dekotrick mit den Schmetterlingen hier. Es ist jetzt natürlich schwierig zu zeigen hier, wie es aussieht, wenn es steht mit diesem, mit der fliegenden 50 hier drinne. Aber ich kann sagen, es sieht wirklich toll aus. Der Überraschungseffekt ist da. Und wenn ihr innen drinnen noch mal irgendwas machen müsst, dann könnt ihr euch das jetzt auch so nach außen klappen und habt hier Bewegungsfreiheit, wenn ihr hier noch irgendwas reingeben wollt, wenn ihr noch was korrigieren müsst, wie auch immer. Genau, für die Schmetterlinge. Da gibt es ja diese papierenen Schmetterlinge. Ich habe jetzt das einmal so in eine ausgediente Stanzformen Hülle rein, damit ich das euch gut zeigen kann, weil die sind sehr empfindlich. Also da kommen, Moment, ich schaue noch auf den Dings, auf die Verpackung, ich glaube 40 Stück sind da drin, ne? Genau. Also mehrere Bögen und die kann man so rausdrücken. Sind ganz, ganz filigran. Ich habe schon mal welche rausgenommen hier. Zwei kleine und einen so einen größeren und den werde ich jetzt auch noch bearbeiten und die, da werde ich mir einen auf die Karte setzen und zwei eben auf die Verpackung nachher dann draußen und dann nehme ich jetzt Blendingpinsel und mal das Heideblüte Stempelkissen und dann könnt ihr euch da, also ich gehe jetzt von der Mitte raus, ich lasse den mittig heller werden oder heller sein. Und außen werde ich mir das dann dunkler machen. Mit Tinte in Amethyst. Also am besten knickt ihr die noch nicht irgendwie vor. Am besten lasst ihr die einfach noch ganz plan. Aufpassen, ihr seht. So, dann nehme ich mir das Stempelkissen in Amethyst noch. Das habe ich mir hier.
Da kann ich jetzt, das ist fast der gleiche Farbton auch rein. Das klopfe ich mir jetzt gut ab, dass ich mir da jetzt nicht zu viel Tinte am Anfang drauf mache. Aber ich glaube, es darf hier schon gut Farbe drauf, dass der auch wirkt. Ich lege euch das hier mal zur Seite, damit ihr das gut sehen könnt. Und seht mal, ich glaube, auf einem weißen Blatt, mein Schmierblatt ist schon immer weiß, sieht man es am besten. Dann könnt ihr den richtig, richtig schön schattieren. Ich glaube, ich werde mir den außen noch ein bisschen dunkler machen. Hier vielleicht nur die Flügelspitzen. Also da könnt ihr wirklich experimentieren. Ihr könnt es in mehreren Farben machen. Beim anderen habe ich in Aquamarin gearbeitet. Ich lege euch mal den daneben her. Ihr könnt da natürlich auch was weiß lassen. Vielleicht mache ich das bei den Kleinen, dass ich mir da so in der Mitte ein bisschen was weiß lasse. Also da könnt ihr echt experimentieren. Vielleicht sind die kleinen Blending-Pinsel sogar noch besser hier. Gerade bei den kleinen Schmetterlingen. Ich glaube, das, da kommt er besser zurecht. Und da werden natürlich nie alle gleich, aber das ist in der Natur ja auch so. Wahrscheinlich sind die Schmetterlinge auch nicht alle gleich, so wie die Blüten nicht alle gleich sind, auch wenn sie von einer Sorte sind. Ich lege es euch mal hier auf das Weiße, dann könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Hier habe ich jetzt gerade auf den Kärtchen hier noch von den Schmucksteinen welche aufgebracht. Immer zwei und hier nur eins, weil da kommt jetzt gleich der Schmetterling noch drauf. Und ich schaue mir, ich glaube auf den Umschlag da unten, mache ich auch noch ein kleines hier drauf, wenn ich schon dabei bin. Das habe ich mir jetzt hierher gesetzt. So. Also das mit dieser 50 hier drin, das funktioniert wunderbar, weil sich das hier schön reinlegt, dieses Kärtchen. Auch wenn das ganz flach ist. Verhackt sich nicht. Also ich habe es jetzt mehrfach ausprobiert, auch beim anderen. So, die zwei von den Schmetterlingen, die lege ich jetzt mal auf die Seite. Die sind dann für die Verpackung. Und den biege ich mir noch so ein bisschen zurecht. Und zwar so mittig. Also ich möchte hier jetzt nicht, ihr habt ja vorhin gesehen, wie empfindlich die sind. Die sind ganz dünn. Aber dadurch natürlich wunderbar filigran. Ich biege mir den jetzt nur mit den Fingern so ein bisschen zurecht. Ihr seht, wie fein diese Fühler hier sind. Richtig, richtig schön. Was im Hintergrund so pfeift, ist der Wind, der ums Haus weht. Wenn ihr das, falls ihr das hört. So, und ich gebe mir jetzt hier nur zwei so kleine Tüpfchen Mehrzweckflüssigkleber hier und setze mir den noch hier drauf. So, und dann kann der da so richtig flattern. Schaut mal, wie toll das aussieht. Also an allen Vieren war mir das jetzt ein bisschen zu viel. Ich wollte das jetzt einfach so ganz dezent lassen und ich glaube, so ein Schmetterling als Hingucker so auf der Front von der Karte ist, glaube ich, ganz toll. So, genau, die Karte ist soweit fertig. Die könnt ihr natürlich in ganz, ganz vielen Designs und Arten machen. Ihr könnt da Männerkarten draus machen, für runde Geburtstage, für Hochzeiten. Also es lässt sich ja für so viele Anlässe abwandeln. Ihr könnt hier auch einen kleinen Mini-Umschlag reinkleben. Da schaut ihr einfach, genau, wie es euch gefällt und was vielleicht auch gerade zum Anlass und auch zum Papier natürlich passt. Und jetzt werde ich noch eine Verpackung dazu basteln. Und zwar eine kleine Box. Und da braucht ihr auch wieder Amethyst als Grundkarton. Die Box ist genauso aus zwei A4 Bögen gewerkelt, Box mit Deckel und Boden. Der Boden hat 21 x 21 cm. Und den falze ich jetzt ringsum, hier auf der rechten Seite lege ich den an, bei 2 cm. Also die wird nicht hoch, das geht aber super rein, auch mit dem Geldgeschenk, mit dem Kärtchen und auch der Schmetterling. Ich habe es ausprobiert bei der anderen, da habe ich auch schon eine Box dazu gewerkelt. Auch der Schmetterling verdrückt da nicht, also das geht wunderbar rein. So. Dann nehme ich immer die
rechte untere Ecke, schneide mir hier die Falzlinie raus, also das heißt leicht links versetzter Falz, dass ich die eben rausschneide, diese Falzlinie, und das ist meine Klebelasche, die schräge ich mir an. Und das mache ich jetzt einfach ringsum. Oh ja, der Wind, der heult jetzt ganz gut ums Haus. Ich weiß nicht, ob ihr das in der im Video hört, keine Ahnung, aber der legt an Stärke zu. So, und das macht er eben an allen vier Ecken. Dann ziehe ich mir alle Falzlinien mit dem Papierfalter nach, wie ihr es eben von den Boxen kennt. Den Deckel habe ich schon vorbereitet, da gebe ich euch nur die Maße. Das ist im Endeffekt das gleiche wie jetzt eben am Boden. So, und dann könnt ihr schon kleben. Und zwar hier einmal auf die Klebelasche. Ja, da mache ich noch ein bisschen. Und dann schaut er einfach, damit er hier einen schönen Abschluss bekommt. Drückt es an und dann stellt ihr euch die Box einfach auf und drückt auch gleich mit dem Papierfalter nach. Dann verbindet sich der Kleber gleich und ihr könnt gleich weiterarbeiten und mit dem nächsten Klebelasche weitermachen. Und das mache ich jetzt an allen vier Seiten und bin gleich wieder da. Und dann habe ich mir einen Deckel auch schon gewerkelt. Der hat vom Papierzuschnitt 20,2 x 20,2 und ist bei 1,5 gefalzt ringsum. Und so habt ihr eine Box. Der Deckel, der geht oder geht nicht ganz drüber. Ich finde das ganz hübsch, so dass der einfach ein bisschen Absatz hat. Genau. Ich habe den jetzt bewusst nicht doppelt gewerkelt, weil ich finde, die Karte, die ist ja nicht schwer. Das reicht locker, wenn man die jetzt da reingibt. Und es ist ja im Endeffekt nur zum Transport sozusagen. Und ihr seht, natürlich steht die Karte jetzt so ein bisschen auf, aber die lässt sich ja, wie gesagt, schön runterdrücken. Es lässt sich hier der Deckel gut drauf machen. Da kommt gleich noch Deko drauf. Und ihr wisst ja, die Karte, die ploppt ein bisschen auf. Deswegen brauche ich jetzt hier natürlich ein Band, um das Ganze zu fixieren. Und ich habe jetzt hier auch, ich habe jetzt ein Naturband genommen, Geschenkband Naturflair. Das ist auch schon ein älteres Band. Das hat mir jetzt hier dazu gefallen, weil zu dieser großen Box darf das schon ein bisschen ein breiteres, opulenteres Band ein bisschen sein. Zu der anderen Karte mit dem Papier aus der Celebration, mit dem Aquamarinfarbenen, da gibt es auch in der Celebration ein ganz tolles Band. Ich zeige es euch mal. Das geraffte Geschenkband hier, das ist auch ganz, ganz toll. Passt super zu dieser aquamarinfarbenen Karte. Aber hier wollte ich es jetzt einfach natürlich haben. Und da, ihr seht schon, wie gesagt, der Deckel, der ploppt schon auf. Der braucht jetzt natürlich schon einen Verschluss. So, und da mache ich mir jetzt zuerst das Band hier, weil das werde ich mir nachher gleich mit der Deko nämlich festkleben, damit das nicht ganz komplett abgeht, wenn der Beschenkte das nämlich aufmacht. Und die Deko, die kommt jetzt hier eben drüber. Ich habe mir jetzt hier grundweißen Farbkarton geschnitten. Der hat jetzt die Maße 12,5 x 14 und Designerpapier, wie gesagt, da bleibt euch auch noch Designerpapier übrig von dem ganzen Bogen. Das hat jetzt 11 x 12,5. Das habe ich mir hier schon plan draufgeklebt und ich habe mir hier hinten schon Dimensional Nest drauf gemacht. Diesmal ein bisschen mehr, damit das nicht irgendwie durchhängt und damit das Band auch ein bisschen fixiert ist. Ich mache so, dass ich mir das Band hier auf der Verpackung selber auch noch mit zwei Streifen Abreißklebeband fixiere, einfach damit es wirklich auch nicht abgeht. Ich schaue, dass das jetzt mittig ist hier ungefähr. Und diese Trägerfolie, die lasse ich einfach drauf, weil meinen Aufleger, hier habe ich ja jetzt mit Dimensionals, nicht, dass das hier dann durchhängt und festklebt. So, und das klebe ich jetzt hier einmal mittig auf. Dann habe ich mir hier nochmal in Silber
einen Kreis ausgestanzt. Der hat jetzt 7,6 cm, also das ist der größte aus den Basics mit PEP ausgestanzt. Das ist der mit dem selbstklebenden Glitzerpapier. Das ist hier super. Das kann ich hier gleich aufbringen. Ihr könnt das jetzt natürlich, ich mache es jetzt mittig, ihr könnt es natürlich auch irgendwie seitenversetzt machen. Und ich habe mir hier den zweitgrößten mit 6,5 cm Durchmesser in Grundweiß ausgestanzt, habe den auch bestempelt hier eben. Und den klebe ich jetzt auch mit Dimensioners hier oben drauf noch. So, und ich habe jetzt die beiden Schmetterlinge hier noch hergesetzt, habe mir die auch so zurechtgebogen, habe noch zwei Glitzis hergesetzt und so habt ihr jetzt ein ganz, ganz tolles Geschenkeset zu einem runden Geburtstag für ein Geldgeschenk, für viele Unterschriften. Also, und das macht doch richtig was her, oder? Richtig schön. Also mir gefällt es richtig gut. Und ihr könnt jetzt natürlich die Schmetterlinge sogar noch mit Wink of Stella beglitzern. Dann glitzern die auch noch. So, und ich zeige es euch nochmal von innen, was das für einen Effekt macht. Und ich wünsche euch jetzt da ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr könnt die Verpackung jetzt einfach so wegnehmen oder den Deckel vielmehr, dass da an den Schmetterlingen nichts passiert. Und dann könnt ihr das hier einmal rausnehmen und habt hier die tolle Karte, die richtig was hermacht. Also, es ist schlecht im Video zu zeigen, wirklich. Ich versuche es trotzdem und hoffe, dass ihr eine Vorstellungskraft habt, wie toll diese Karte wirkt. Also im Original wirkt die natürlich noch viel opulenter als jetzt im Video. Und ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerken, beim Kreativsein. Ich gebe euch alle Maße unten rein. Da könnt ihr sie nochmal nachlesen. Und ja, heute beginnt der oder ist Katalogstart vom neuen Mini-Katalog und auch der Celebration. Das ist ja immer die Zeit im Januar und im Februar bis zum 29. Februar bei Stampin' Up. In dem Zeitraum gibt es pro 60 Euro Bestellwert eben immer eine Gratis-Prämie, die ihr euch aussuchen könnt, eben hier aus dieser Broschüre. Pro 60 Euro Bestellwert, hinten sind auch große Prämien noch drin für 120 Euro Bestellwert. Und ich finde, es lohnt sich immer, weil da kann man sich so tolle Zusatzprodukte oder Ergänzungsprodukte einfach auch noch mit dazu bestellen und ja, kann dann einfach loslegen. Und ihr könnt die tollen Produkte von Stampin' Up gerne über mich bestellen unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Ich biete in der Celebration jeden Sonntag eine Sammelbestellung an. Ihr könnt aber auch jederzeit natürlich den Online-Shop nutzen unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim kreativen Austoben sozusagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar, einen Daumen hoch und ein Abo dalasst. Ihr könnt gerne die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß eben mit der tollen Karte, mit der tollen Verpackung, beim Verschenken dann natürlich auch. Und ja, das Wichtigste, bleibt gesund, macht es gut und bis bald. Ciao, ich freue mich schon.